Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Checkpoint, wo wir heute der Frage nachgehen wollen, warum die Österreicher so impfskeptisch sind, aber auch wissenschaftsskeptisch. Dafür habe ich mir zwei prominente Gäste eingeladen, den bekannten Onkologen Christoph Zelinski und den Buchautor Herbert Lackner. Die beiden haben eben über dieses Thema ein Buch geschrieben, Die Medizin und ihre Feinde. Ja, Herr Zelinski, vor 14 Monaten hat die Impfaktion in Österreich begonnen. Am Anfang war eine große Euphorie, man könnte fast sagen ein Impfneid, wenn man sich an die Bürgermeister erinnert, wie die geächtet wurden, weil sie sich in den Altersheimen vorgeschummelt haben. Aber ziemlich schnell ist dann klar geworden, mit der Euphorie ist vorbei und rund 30% der Österreicher wollen sich eigentlich nicht impfen lassen. Auch die aktuelle Eurobarometer-Umfrage zeigt, dass Österreich bei der Wissenschaftsinteresse im Schlusslicht ist. Nur Kroatien liegt hinter uns. Zu welchen Schlüssen sind Sie denn bei dem Buch gekommen? Warum ist in Österreich die Impfskepsis und die Wissenschaftsfeindlichkeit so groß? Ich glaube, dass das eine sehr, sehr lange Tradition hat, dass man in Österreich verschiedene Neuerungen skeptisch ansieht. Ich glaube, dass das nicht nur historisch bedingt ist, sondern auch besonders im 20. Jahrhundert angefeuert wurde durch die nationalsozialistische Herrschaft, die a priori an für sich nach rückwärts gewandt war und sehr, sehr viel an Homöopathie und anderen naturmedizinischen Interventionen forciert hat, dass zum Großteil, um die verjudete Schulmedizin zu verteufeln. Der Begriff Schulmedizin ist auch einer, der aus der nationalsozialistischen Zeit kommt. Und erst als es dann in weiterer Folge zum Krieg gekommen ist und man mit der Homöopathie keine großen Kriege mehr gewinnen konnte, ist es so weit gekommen, dass ein Schwenk stattgefunden hat. Allerdings dann wiederum in einer noch furchtbareren Richtung, im Sinne von entsetzlichsten sogenannten Experimenten, die an Menschen vorgenommen worden sind, Insassen von Konzentrationslagern und so weiter. Das heißt also, wir haben hier eine sehr, sehr lange Tradition, die über viele, viele Jahrhunderte und auch die letzten Jahrzehnte nachwirkt. Und das ist auch nicht so von ungefähr, dass wir diese Impfskepsis ja auch sehr aus solchen gemischten Lagern feststellen. Diese gemischten Lager können sein Romantiker, Esoteriker, Naturfreunde, im weitesten Sinn, aber auch rechte und rechtsradikale Elemente. Was sehr interessant ist, im Buch schreibst du, dass die systematische Wissenschaftsskepsis eigentlich rund um das Thema Rauchen, Zigarette etc. gekommen ist im 20. Jahrhundert, in den 1950er Jahren, wo zum ersten Mal ein Artikel erschienen ist, ob Rauchen überhaupt gesund ist und dann die Tabakindustrie quasi die Gegenoffensive gestartet hat. Wobei, die Tabakindustrie hat dann eine andere Strategie gehabt als früher die Impfgegner. Impfgegner gab es ja schon seit Jahrhunderten gegen die Pockenimpfung. Die Tabakindustrie hatte natürlich in den 50er und 60er Jahren nicht mehr die Möglichkeit, jetzt sagen, da die Juden sind schuld oder was man halt früher gesagt hat, oder da wachsen dir dann Kuhhörnern, wenn du gegen Pocken geimpft bist, so wie tatsächlich behauptet wurde. Sondern sie haben mit moderneren Methoden arbeiten müssen und sie haben wissenschaftliche Ergebnisse jetzt nicht mehr grundsätzlich bestreiten können, sondern sie haben sie immer angezweifelt, sie haben immer Zweifel erhoben. Ja, das kann aber jetzt auch das Sick-Building-Syndrom sein und es muss nicht unbedingt das Rauchen sein, das jetzt zu Sekundärerkrankungen führt, also auch für Nichtraucher, dass die erkranken an Lungenkrebs, was ja auch passiert. Und die haben eben, ein ganzes Institut ist da gegründet worden, fett mit Geld ausgestattet, mit Sitz im Empire State Building. Und die haben ab 1953, 54, haben die alle Studien, die gekommen sind, immer in Zweifel gezogen. Ja, und da haben sich auch viele Wissenschaftler dafür hergegeben. Das wollte ich gerade fragen, sind die Wissenschaftler nicht teilweise an der Entwicklung auch mit schuld, wenn sie sich für solche Kampagnen hergegeben haben? Wissenschaftler sind nicht besser wie andere Menschen. Sie haben einen anderen Beruf oder sie betreiben einen anderen Beruf, aber sind nicht besser wie andere Menschen. Charakterlich auch gar nicht besser wie andere Menschen. Wir wissen das historisch. Wissenschaftler haben sich sehr, sehr häufig an die Machthaber jeweils angelehnt
und haben sich sehr häufig auch von Machthabern sowohl missbrauchen lassen, als auch Machthaber selbst wiederum missbraucht. Sodass das auch bei Künstlern und bei anderen Berufsständen ja genauso vorgekommen ist. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende in dieser ganzen Geschichte, man muss natürlich die Entwicklung sich anschauen und wohin geht die Wissenschaft letztlich, auf was für Bahnen entwickelt sie sich. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, dass aus allen diesen Missständen, die es gegeben hat, Konsequenzen gezogen worden sind. Also die von mir erwähnten Furchtbarkeiten im Dritten Reich haben zur Helsinki-Deklaration geführt. Und die Helsinki-Deklaration für Menschenrechte umfasst auch die Durchführung von klinischen Studien und wie sie ordentlich durchgeführt werden sollen mit Patientenaufklärung, mit Versicherungen und mit all diesen Details. Genau das Gleiche ist beim Rauchen. So wie die Raucherindustrie Wissenschaftler bezahlt hat, so ist es heute so, dass man erklären muss, woher man finanzielle Unterstützung für eine gewisse Studie bekommen hat. Mhm. Und wenn man sie von der Tabakindustrie bekommen hat, ist das in Wirklichkeit ein No-Go, also unmöglich, das jeweils entweder zu publizieren oder an die Personen heranzubringen. Und damit wird schon versucht, und ich glaube erfolgreich versucht, den Augiasstall möglichst sauber zu halten. Mhm. Sie haben in dem Buch, wird auch eine Befragung der Uni Wien mit 1500 Bürger und Bürgerinnen gebracht, rund um die Corona-Demos, die ja dann auch voriges Jahr im Frühjahr immer massiver wurden. Und 17% der Befragten haben diesen Demos zugestimmt. Aber diese Demos, manchmal frage ich mich, sind die wirklich nur Impfskeptiker? Weil ich meine, da wurde ja von einer Corona-Diktatur gesprochen. Da ist ein verurteilter Neonazi wie der Herr Küssel mitmarschiert. Und jetzt gehen die gleichen, die sozusagen gegen die Corona-Diktatur auf die Straße gegangen sind, auch für Putin gehen sie auf die Straße. Was haben diese Corona-Gegner eigentlich für ein Psychogramm? Ja, das, man sieht die hochgradige Verwirrung, nicht? Wenn man diese Gründe, wofür da auf die Straße gegangen wird, nimmt. 17% in dieser Studie haben 17% gesagt, sie sind voll inhaltlich dieser Meinung. Und weitere 10% haben gesagt, teilweise stimmen wir dem schon zu. Also es ist ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, die dem was sehr viel oder zumindest teilweise etwas abgewinnen kann, diesem Gerede von der Corona-Diktatur und so weiter. Ich glaube, ich habe mir viele dieser Demonstrationen angeschaut. Ich bin da immer am Rand gestanden und habe auch versucht, mit Leuten zu reden. Habe den Christoph dann immer Fotos geschickt von dort. Es hat da, glaube ich, jeder eine andere Agenda ein bisschen, aber es hält irgendwie, was alle zusammenhält dort, ist, glaube ich, dass sie glauben, dass Eliten wollen sie unterjochen. Ja, da gibt es Eliten, Wissenschaftler, Ärzte, Pharmaindustrie, Journalisten, die da mitspielen natürlich. Und die wollen die Herrschaft erreichen. Die wollen die Weltherrschaft oder die Herrschaft über sie. Und wer will, kann sich dann auch noch die Juden dazu fantasieren oder den Herrn Soros oder den Herrn Rockefeller oder diesen völligen Unsinn, mit dem die da halt rumlaufen. Ne? Man darf halt auch eines nicht vergessen. In Österreich ist, zu deiner ersten Frage zurückzukommen, in Österreich gibt es eine relativ große Partei, die gegen das Impfen agitiert. Ja? Immerhin die FPÖ ist eine 20%-Partei und dazu kommen jetzt noch eine so 5-7% Impfgegnerpartei. Also ein Viertel. Es ist dieses Viertel der Bevölkerung, das sich sowohl für solche Parteien mobilisiert, die dann mit Hochrussland-Tafeln rumrennen, oder beziehungsweise auch diesen Inhalten etwas abgewinnen können. Jetzt wird ja die Regierung immer sehr stark dafür kritisiert, dass sie die falschen Impfkampagnen, die falsche Überzeugungsarbeit geleistet hat. Aber wenn man sich eben die Demos anschaut, kann man dieses Viertel überhaupt irgendwie überzeugen? Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Israel schaut, die ja, wo wir immer neidisch hingeschaut haben, weil das ja die Impfweltmeister waren, die haben auch, ich war im Herbst, wo es ganz kurz offen waren, die Grenzen in Israel, und da hat mir die Botschafterin erzählt, die haben auch 20-25%, die sie nicht überzeugen können zum Impfen. Ähnlich schaut die Situation in Deutschland aus, oder ist es die Schuld, dass wir durch die erste Welle so gut gekommen sind und die Leute sich gedacht haben, naja, ist eh nicht so schlimm, da brauchen wir uns nicht impfen lassen. Was sind die Gründe dafür, oder wie kann man diese 25%, vielleicht noch zumindest 10% davon überzeugen, dass sie sich impfen lassen? Ich glaube, es ist sehr viel
darauf zurückzuführen, was der Herbert Lackner vorher gesagt hat. Es sind verschiedene Aspekte, die gleichzeitig zu Buche schlagen. Mhm. Also wir haben einerseits natürlich die Romantiker, Steiner-Schulen, Anhänger, die sich ja auch zum Beispiel eine Zeit lang versucht haben oder immer wieder versucht haben, Masernimpfungen nicht vornehmen zu lassen an den Kindern. Wir haben Einpeitscher, wir haben Nutznießer und wir haben letztlich auch Menschen, die glauben, dass man der Natur nicht, bei der Natur nicht intervenieren darf. Kant war ja ein solcher letztlich, der dann spät bekehrt wurde. Aber die Überlegung, man soll die Natur nicht verändern, ist ja auch zum Beispiel in Israel bei den Orthodoxen in ähnlicher Art und Weise Realität gewesen oder Realität geworden. Sodass ich glaube, dass man sehr, sehr verschiedene Zugänge herbeiführen muss. Letztlich ist das ein Ergebnis einer Diversität der Gesellschaft. Auch das muss man sagen. Wobei das die Gesamtgruppe, glaube ich, zusammenzufassen ist unter letztlich unterprivilegierter und Bildungsmangel. Aber Bildungsmangel könnte man jetzt eigentlich ja nicht den Ärzten nachsagen. Und trotzdem war jetzt bei der letzten Ärztekammerwahl in Wien, glaube ich, sind 6 Sitze an die MFG oder an Impfskeptiker gegangen. Wie erklären Sie sich denn das? Ich erlaube mir, das auch unter Bildungsmangel zu subsumieren. Ah doch, okay. Wie geht das dann bei Ärzten? Die haben ja eine akademische Laufbahn. Ne? Gut, Sie müssen sich vorstellen, jeder darf seinen eigenen Weg gehen oder geht auch einfach seinen eigenen Weg. Ich habe zum Beispiel das Privileg gehabt, an der Universität bleiben zu können und meine eigenen Forschungen an der Universität betreiben zu können und dadurch immer wieder im Wettlauf durch die Globalisierung, die auch die Medizin betroffen hat, im Wettlauf mit internationalen Wissenschaftlern sein zu müssen. Und das war ja nicht immer so. Es war noch, meine Lehrer waren im Wettlauf mit deutschen und eigentlich grenznahen Wissenschaftlern. Durch das Internet sind wir im Wettlauf mit New York oder Houston. Mhm. Aber dieses Privileg, Wissenschaft betreiben zu können, trifft ja nur ganz wenige. So und so viele sind mit dem Studium fertig, mit der Ausbildung fertig, gehen dann in die niedergelassene Praxis und so viele biegen sich dann gewisse Wahrheiten zurecht. Ich höre das immer wieder, manchmal, also vor der Coronavirus-Pandemie, war das an für sich fast ein gewisses Amüsement, sich manche Dinge anzuhören. In anderen Belangen, wie diesem zum Beispiel, vergeht einem das Lachen. Die große Mehr von der funktionierenden Immunität ist eine solche quasi herbeigebetete Tatsache. Weil wir wissen, dass gerade bei Coronavirus-Infektionen, gerade im funktionierenden Immunsystem, das Problem darstellt. Weil wenn einmal die Infektion da ist, kommt es zur überschießenden Reaktion des Immunsystems und dann gehen alle diese infektionsassoziierten Probleme los. Mhm. Also ist die Ausrede, eine gute Immunität zu haben, nicht adäquat. Aber das sind alles sehr komplexe Zusammenhänge, über die man unterrichtet sein muss, die man gelesen haben muss und die man letztlich auch akademisch analysiert haben muss. Die Impfskeptiker führen ja auch sehr oder haben sehr oft ins Treffen geführt, dass der genetische Code verändert werden könnte durch die Impfung. Jetzt habe ich mich gefragt, in Österreich herrscht ja eine große Skepsis gegenüber der Gentechnik. Und das geht ja sehr stark eigentlich auch von den Grünen aus. Haben die Grünen bei all dem, dass sie wichtig sind für den Klimawandel etc., an dieser Entwicklung auch ein bisschen eine kleine Schuld sozusagen, weil immer diese Naturbezogenheit und quasi ein bisschen Skepsis gegen neue, moderne Forschung da mitschwingt? Also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich zwei Stränge herausgebildet, die gegen Impfung und gegen moderne Medizin waren. Das eine waren so völkische, das, was man heute Rechtsradikale bezeichnen würde, die gesagt haben, das ist alles von den Juden erfunden und sie sind da schuld. Der zweite war diese Lebenskulturbewegung, die sehr vielfältig war. Homöopathen, Naturheiler, Turner, Nudisten, also alles Mögliche.
Die Grünen stehen eher in der Tradition dieses zweiten Teils, der damals gegen Impfungen, gegen Bockenimpfungen, Rudolf Steiner ist da auch dazu zu zählen, gegen Bockenimpfungen aufgetreten ist. Und das hat sich dann durchgezogen. Das gibt's heute, dieses Denken gibt es heute noch, auch diese Waldorfschulen gibt es heute noch, wo eben alle Masernepidemien der letzten Jahrzehnte meistens in solchen Schulen losgegangen, in Deutschland und in Österreich. Und in dieser Tradition stehen manche bei den Grünen, ich sage jetzt nicht alle, aber zum Beispiel Madeleine Petrovic. Nicht? Also Madeleine Petrovic hat schon das ist uns damals offenbar nicht aufgefallen, schon in den frühen 1990er Jahren für diesen furchtbaren Gerd Ricke-Hammer Position bezogen im Nationalrat. Ich sagte, die Gesundheitsministerin soll sich viel mehr um diese Methoden von dem Hammer kümmern. Der ist doch so ein toller Krebsheiler. Ein Unsinn ist das. Der hat, wie nachher nach seinem Tod dann festgestellt wurde, ungefähr 500 Leute auf dem Gewissen gehabt durch Nichthandeln oder durch falsche Behandlungen oder durch Unsinn, den er gemacht hat. Folgerichtig steht Frau Petrovic jetzt dann am Heldenplatz auf der Bühne der Impfgegner. Ne? Mhm. Und sagt, ihr alle, die ihr da seid, ihr habt sicher kein Geld vom Soros bekommen und von der Pharmaindustrie. Ne? So. Da decken sich dann wieder die Rechtsradikalen mit dieser Art von Grünen. Mhm. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen in der Politik drinnen sind, muss ich dich fragen, in Weidhofen an der Yps ist jede fünfte Stimme von der ÖVP an die MFG gegangen. Auch in Oberösterreich hat man gesehen, dass sie in den Landtag eingezogen sind. Wie lange wird denn diese Welle anhalten? Ja, das kann natürlich nur ist ein One-Trick-Pony, nennt man das in Englisch. Das Pony kann nur einen Schmäh. Nicht? Und das ist halt bei den Impfgegnern schon im Namen irgendwie drinnen. Dass diese Stimmen für die Impfgegner von der ÖVP kommen, übrigens auch in Oberösterreich hat man das festgestellt, ist natürlich ein Alarmzeichen für die ÖVP. Wobei diese zwei Wahlen vielleicht jetzt nicht ganz typisch waren, weil in Weidhofen ist eine kleine Stadt. Halt nur und die FPÖ ist dort offenbar nicht wichtig. Aber ist natürlich ein Alarmsignal auch für die Landtagswahlen für die ÖVP in Niederösterreich. Also das ist sowieso nicht leicht, diese 48-49% zu halten, die sie dort beim letzten Mal bekommen haben. Aber das ist natürlich klar, die sind nervös. Mhm. Gehen wir wieder zum Rauchen zurück, weil wenn das beim Rauchen begonnen hat, teilweise diese systematische Wissenschaftsskepsis, das in Österreich durchzufechten, das Rauchverbot, das hat ja sehr lange gedauert, auch im Vergleich zu Italien und Frankreich. Und dann gab es noch einmal einen Rückschlag, als dann Heinz-Christian Strache Vizekanzler wurde, weil das ein Wahlversprechen war, dass das wieder aufgehoben wird. Ich glaube, Sie waren da ziemlich stark mit dem involviert. Haben Sie da quasi gegen Mühlen gekämpft, gegen Wassermühlen? Nein, denn es gibt jetzt das Gesetz. Ja. Allerdings damals war es so, dass es mir durchaus viele verschiedene Gedanken in eine gewisse Richtung gelenkt hat, die ich mir lieber nicht gedacht hätte. Ich kann mich gut erinnern, wie ich im Gesundheitsausschuss gesessen bin, wie sehr, sagen wir, unattraktive Fragen seitens der FPÖ gekommen sind. Da gab es einen Abgeordneten, glaube ich, der heißt Wurm, der mir verschiedene komische Fragen gefragt hat, zum Beispiel, warum, wenn es in den USA so gut ist, wie ich da aufgrund des Berichts des Surgeon General vorgetragen habe, warum da die Sterblichkeit trotz allem so hoch wäre. Und ich ihm erklären musste, weil das wahrscheinlich deshalb ist, weil dort ein System vorherrscht, das er und seine Partei gemeinsam mit in der schwarz-blauen Koalition forcieren, indem sie zum Beispiel die Sozialversicherung reduzieren wollen. Also wir haben sehr lustige und angenehme Gespräche gehabt, die besonders sympathisch waren im Hintergrund. Es hat die Partei, die Mehrheit damals gehabt hat, die ÖVP, die auch im Gesundheitsausschuss vertreten war, durchaus mir recht gegeben, meinen Argumenten recht gegeben, nur um einige Tage nachher gegen diese Argumente zu stimmen. Und das wurde mir dann bedeutet, dass das deswegen gewesen wäre, weil die Koalitionsraison das
das diktiert hätte. Wir haben immerhin mit dem Volksbegehren Don't Smoke, mit der Krebshilfe, mit der Ärztekammer, in der ich auch, wo ich auch dabei war, haben wir doch fast 900.000 Stimmen bekommen, fast 1 Million Stimmen bekommen. Und das war nun doch, glaube ich, ein gewisses Alarmzeichen. Ich persönlich bin aber, habe das Vergnügen, kein Politiker sein zu müssen, sondern auf die Gesundheit der Bevölkerung schauen zu dürfen und finde das Koalitionsraison irgendwann einmal Schluss mit lustig machen muss. Und das ist bei der Gefährdung der Bevölkerung und der Gesundheit der Bevölkerung. Ich habe das damals für sehr enttäuschend empfunden. Jetzt meine Abschlussfrage. Was gibt es denn aus diesem Dilemma für Lösungsansätze? Also der neue Unterrichtsminister will jetzt die Science Busters einsetzen, um den Zugang zur Wissenschaft lockerer die Hemmschwelle vielleicht niedriger zu halten. Ist das eine Idee, mit der Sie sich auch anfreunden können? Soll machen, was er will. Aber ich glaube, dass das Entscheidende dieser ganzen Geschichte ist eine wirklich umfassende Bildungsreform. Wir müssen die Mittelschulen in einer ganz anderen Form aufstellen, als sie bis jetzt aufgestellt worden sind. Wir erziehen die Menschen entweder zu wenig oder zu weltfremd. Wir erziehen sie nicht zu Bürgern des 21. Jahrhunderts. Und hier gehört tatsächlich eine Bildungsreform her, die wirklich den Namen verdient. Wiederum darf ich sagen, ich habe das Vergnügen, kein Politiker sein zu dürfen. Aber wenn diese Gesellschaft sich irgendwann einmal in einer Art und Weise ändern sollte, die das 21. Jahrhundert begrüßt, dann geht das nur mit einer radikalen Bildungsreform. Und ob er jetzt die Science Busters einsetzt oder selber auftritt und am Tisch steppt, ist mir wurscht. Er muss es nur hinbekommen, weil wir tatsächlich seit 40 Jahren eine Bildungspolitik betreiben, die uns immer mehr rückwärts wendet, statt nach vorwärts zu wenden. Gut, dann sage ich danke für das Gespräch. Jetzt wollte ich noch fragen, wie viel kostet das Buch? 25 Euro. Und ist schon im Buchhandel? Seit Samstag. Gut, dann ist das eine Kaufempfehlung an unsere Seher und ich sage danke fürs Dabeisein.